Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Heute zum Webinar Traden auf Wolke 7, natürlich mit Martin Görsch. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich auch im Namen von FX Flat zu diesem Webinar begrüßen. Ich bin gespannt, was der Martin uns heute zeigt. Und bevor ich den Bildschirm übergebe, würde ich einmal direkt zum Risikohinweis springen. Das ganze Webinar dient natürlich wie immer nur zu Informations- und Schulungszwecken und am Ende müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, bitte verstehen Sie, egal was Martin Ihnen gleich erzählt, das Ganze nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Das ist noch ganz wichtig zu sagen. Das wäre es auch schon von mir. Martin, wenn du bereit bist, würde ich dir den Bildschirm geben. Ja, bitte, gerne. Sollst du haben. So. Perfekt, ich sehe auch schon was. Dann viel Erfolg. Hervorragend. So soll das sein. Ja, also vielen Dank. Vielen Dank hier auch nochmal von meiner Seite, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, heute hier bei FX Flat ein paar Worte zu meinem Handelsansatz zu verlieren. Das Ganze hat natürlich auch ein bisschen den Hintergrund. Und zwar ist es so, dass falls Sie noch kein Konto bei FX Flat führen und würden das Ganze gerne mal ausprobieren, dann können Sie das tun, indem Sie bei mir auf der Website den entsprechenden Link der Kontoeröffnung zu FX Flat anklicken. Und da werden Sie dann sehen, dass Sie dieses Top Trader Signals Add-on für den Agena Trader, den es ja über FX Flat auch in der Mercury-Version kostenlos gibt, für 3 Monate umsonst bekommen können. Das heißt, die ganzen Signale, mit denen wir uns hier heute beschäftigen, mit diesen Ichimoku-Signalen, die sind da alle enthalten. Ja, da ist noch eine ganze Menge mehr drin. Da kann man sich auf der Website auch dann entsprechend mal die Beschreibung anschauen. Aber unter anderem sind eben diese ganzen Ichimoku-Setups, die wir uns heute hier anschauen, die sind da hinterlegt. Und da hätten Sie also die Möglichkeit, sich einfach mal über 3 Monate jeden Handelstag das Ganze anzuschauen, zu gucken, was da an Signalen entsteht, wie man das Ganze handeln könnte. Und genau das wollen wir natürlich auch hier heute machen und zeigen. Jetzt fragt der Michael hier schon, ob ich ein Osterspezial für den Görsch-Trend, für den Agena-Trader mache. Da kann ich natürlich mal mit Agena-Trader reden, inwieweit das funktioniert. Aber der ist auch in diesem Top Trader Signals Add-on hier enthalten. Das ist also auch etwas, was da noch mit drin ist, nämlich dieser Görsch-Trend-Indikator. Den könnte man darüber jetzt dann auch schon mal 3 Monate quasi verwenden. Risikohinweis ist ja gerade schon kurz erwähnt worden. Ja, ganz klar, Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. So genau brauche ich dann gar nicht mehr drauf eingehen. Ich will nur noch mal ganz kurz darauf hinweisen, ja, so wie es auch gerade schon gesagt worden ist, die Analysen, die wir hier heute machen, weil wir eben direkt auf die Live-Märkte auch schauen, sind keine Handelsempfehlungen, keine Kauf- oder Verkauf- oder Haltenempfehlungen für irgendwelche Finanzprodukte, sondern repräsentieren hier rein meine persönliche Meinung und dienen den Lehr- und Lernzwecken und weiter auch nichts. Und das hier ist auch besonders wichtig. Ja, dadurch, dass ich selber aktiv jeden Tag trade, hohe Wahrscheinlichkeit in dem einen oder anderen Wert, den wir uns hier heute anschauen, dass ich hier Positionen halte. Ich werde ja auch ein paar Positionen zeigen, die wir auch beim letzten Mal noch gemeinsam aufgebaut haben. Und von daher hier bitte immer im Hinterkopf behalten, ja, eventuell halte ich Positionen in den Werten oder plane Positionen aufzubauen. Und das kann natürlich zum einen die Objektivität beeinflussen und zum anderen kann es natürlich sein, dass ich dann davon profitiere, falls Sie auch Positionen in der gleichen Richtung aufbauen sollten. Okay, dann haben wir das quasi erledigt. So, ich will jetzt im Prinzip zu den Ichimoku-Darstellungen gar nicht mehr viel Worte verlieren. Wem das Ganze kein Begriff ist oder wer nicht genau weiß, was diese einzelnen Linien, die hier drauf sind, bedeuten, der schaut bitte einfach mal im YouTube-Kanal von FX Flat auf den ersten Teil vom letzten Jahr zum Ichimoku. Da ist das alles von mir ganz genau erklärt worden. Da kann man nochmal alles nachhören und sich alles nochmal anschauen, was diese einzelnen Indikatoren hier bedeuten oder darstellen. Ja, für uns ist es jetzt einfach wichtig, einmal zu wissen, was wird hier gezeigt.
Und wie interpretieren wir das Ganze? Ich arbeite hier jetzt während des Analyse-Webinars im Prinzip auf eine sehr schlichte Art und Weise. Ich benutze also genau zwei Indikatoren, nämlich zum einen diese Ichimoku-Darstellung hier aus dem Agena-Trader und zum anderen meinen Gersh-Trend-Indikator, die wie gesagt dann auch komplett in dem Top-Trader-Signals-Add-on mit drin sind. Das, was wir hier im Prinzip ganz grob wissen müssen, diese rote Linie und die violette Linie, die Kijun-Sen und die Tenkan-Sen-Linie, die fungieren so ein bisschen, wie wir das bei uns aus dem klassischen Trading kennen, wie ein gleitender Durchschnitt. Ja, die werden ein bisschen anders berechnet. Also es ist kein gleitender Durchschnitt, sondern es ist immer ein klarer Mittelwert zwischen einem Hoch und einem Tief. Ja, deswegen verlaufen die auch gerade in den größeren Zeiteinstellungen oder in den größeren Kerzeneinstellungen hier häufig seitwärts. Ja, das würde bei einem gleitenden Durchschnitt nicht so sein. Der würde sich eher am Chartverlauf orientieren. Aber dadurch, dass das hier ein klarer Mittelwert ist zwischen einem Tief und einem Hoch, laufen die eben häufig seitwärts. Also bewegen sich etwas anders als klassische gleitende Durchschnitte, werden aber ähnlich interpretiert. Uns interessiert jetzt also zum einen, ob der Kurs oberhalb dieser beiden Linien sich befindet und zum anderen, ob die rote Linie, welche die schnellere Darstellung repräsentiert, über der violetten Linie liegt. Ja, das sind beides bullische Setups. Wenn also der Kurs oberhalb der gleitenden oder oberhalb dieser Durchschnittslinien hier liegt und die rote Linie oberhalb der violetten, dann ist das prinzipiell bullisch. Dann ist es prinzipiell bullisch, wenn die blaue Linie, die hier um 26 Kerzen zurückversetzt, den letzten Schlusskurs anzeigt. Ja, wenn wir uns hier mal den Schlusskurs anschauen vom 19. März, also vom Freitag hier in der Ford-Aktie, die ich hier drauf habe, dann sehen wir, Schlusskurs war 12,83 $. Und wenn wir hier jetzt auf die Chikos-Bahn gehen, ja, das ist in diesem Feld, was ich hier jetzt geöffnet habe, die dritte Zeile von unten, Chikos-Bahn, 12,83 $, ist also genau der Schlusskurs von Freitag. Ja, und hier eben genau um 26 Kerzen nach hinten verschoben. Und die Interpretation dieser blauen Linie ist, wenn die blaue Linie oberhalb des Preises liegt, was hier im Moment der Fall ist, dann ist das prinzipiell bullisch. Ja, wenn die blaue Linie unterhalb des Preises liegt, ja, so wie es hier sehr, sehr lange war, im Dezember 19 bis März 20, ja, das ist sehr bärisch. Ja, und jetzt sehen wir eben auch schon sofort, was diese Ichimoku-Setups im Prinzip so einfach macht und auch so effektiv macht. Ja, wir sehen schon sehr früh, anhand dieses Verlaufs der blauen Linie, sehen wir schon sehr früh, dass hier langsam Schwäche aufkommt im Markt. Dann haben wir als Kernelement der Ichimoku-Darstellung diese Wolke, die hier von Rot auf Grün immer wechselt. Grün ist prinzipiell eher bullisch, Rot ist prinzipiell eher bärisch. Und da schauen wir immer, wie steht der Kurs im Verhältnis zur Wolke? Ja, steht der Kurs oben drüber, ist es eher bullisch. Bricht der Kurs durch die Wolke, wie es hier passiert ist, ist das bärisch. Ja, und dann bieten sich natürlich hier Anschlussverkäufe an. Na, und wenn wir uns diese Bewegung hier anschauen, diese starke Abwärtsbewegung, dann sehen wir, der Kurs ist unterhalb der Wolke, die blaue Linie ist unterhalb des Kurses, der Kurs ist unterhalb dieser beiden Durchschnittslinien hier und die rote ist unterhalb der violetten. Das heißt, von hier an, ja, spätestens von hier an, sind alle Ichimoku-Indikatoren, die wir bekommen können, hier ganz klar negativ. Und wenn wir dann noch sehen, dass hier der Gersh-Trend auch noch ganz klar ins Negative umschlägt und hier richtig Druck auf der Unterseite macht, dann sind wir gut beraten, hier Short-Positionen aufzubauen und dann einfach diesen Abwärtstrend hier so ein bisschen zu reiten. Ja, und dann können wir gucken, ab wann das Ganze hier auf der Long-Seite wieder interessanter geworden ist. Das war zum ersten Mal hier, ne, wo wir aus der Wolke ausgebrochen sind. Allerdings muss man immer schauen, wenn wir aus einer roten Wolke ausbrechen, ist es etwas weniger bullisch, als wenn wir wie hier aus einer grünen Wolke ausbrechen. Ja, und dann haben wir hier die nächste Möglichkeit, hier alles zu kaufen oder im Prinzip hier mit der vollen Position quasi in die Long-Richtung einzusteigen.
Wir sind aus der Wolke raus. Hier schneidet die rote Linie die violette. Das ist ein bullisches Setup. Wir haben einen Kurs, der oberhalb dieser beiden Linien liegt. Das ist ein bullisches Setup. Wir haben die blaue Linie hier drüben, die oberhalb des Preises liegt. Ja, 26 Kerzen zurück, zeitversetzt. Und von hier an war aus Ichimoku-Sicht alles bullisch. Und wenn wir dann noch eine zusätzliche Bestätigung haben wollen, warten wir hier darauf, dass auch der Görsch-Trend-Indikator grün wird und die Kerzen ein bisschen größer werden. Und dann haben wir hier irgendwo unser Einstiegsbereich für die Ford-Aktie gehabt. Ja. So. Dann haben wir hier nochmal im Prinzip nur diesen Support-Bereich getestet. Da sieht man jetzt auch gleich ganz schön, wie man diese Wolken benutzen kann. Denn diese Wolken, die fungieren halt zum einen dafür, um die Trendrichtung festzulegen. Ja, oberhalb der Wolke bullisch, unterhalb der Wolke bärisch. Die fungieren aber auch immer als Unterstützungsbereich. Ja, und so bekommen wir jetzt durch einen Indikator, nur durch dieses Ichimoku-Bild, im Prinzip alles, was wir brauchen. Wir kriegen eine Trendrichtung angezeigt. Wir kriegen Kauflevel oder Kaufzeiten angezeigt. Wir kriegen Verkaufszeiten angezeigt. Wir kriegen Unterstützungsbereiche und Widerstandsbereiche angezeigt. Ja, und so kann man im Prinzip mit einem einzigen Indikator ja, alle Märkte in allen Zeitebenen traden. Das, was wir hier heute machen, ist, wir schauen uns diese ganzen Dinge an im Tageschart und im Wochenchart. Ja, und wir wollen dadurch, dass wir hier Swing Trades aufbauen, wir gucken uns auch gleich nochmal an, was wir in der letzten Session Mitte Februar an Setups hatten und was aus diesen Setups geworden ist. Das waren ja dann nur zwei. Aber da gucken wir uns gleich an, was daraus geworden ist. Und das, was wir hier eben immer sehen wollen, ist quasi eine Kongruenz aus Wochenchart und Tageschart. Und nach Möglichkeit sollten hier die Signallagen identisch sein und gut passen, um dann charttechnisch einen Trade aufbauen zu können. Ja, und ich will einfach hier mal zeigen innerhalb dieser Analyse-Sessions, wie ich das für mich persönlich mache, wie ich meine Trades hier mit aufbaue und dann auch gerne, wie ich die manage. Ja, das wird dann so im Laufe der Zeit passieren. Also das, was wir uns beim letzten Mal angeschaut haben, das war Mitte Februar, ich glaube, es war am 15. Februar, da hatten wir aus dem Bereich des DAX einen Wert, der interessant war, das war Merck. Ja, das Setup, was wir uns da angeschaut hatten zu diesem Zeitpunkt, das hole ich hier noch mal kurz rein, und zwar dieses. Ja, so ungefähr sah das Ganze aus. Ja, wir waren also auf dem Wochenchart hier relativ weit oben, haben gesehen, Börstrend auf dem Wochenchart klar bullisch. Alles, was wir hier an Setups bekommen konnten, war bullisch. Wir waren deutlich oberhalb der Wolke. Die blaue Linie hier ist deutlich oberhalb des Preises gewesen. Wir haben eine rote Mittellinie, die oberhalb der violetten läuft. Und wir haben einen Kurs, der hier ganz deutlich oberhalb der violetten läuft und sich richtig schön an der roten hier hochschlangelt. Also auf dem Wochenchart hier ein super bullisches Setup. Und so ähnlich sah das hier eben auch aus auf dem Tageschart. Ja, das hier war der 15. An diesem Tag hier haben wir uns das Ganze angeguckt und haben gesehen, okay, wir haben hier für Merck auf der Oberseite, so bei 148,50, beginnt hier das Widerstandslevel. Prinzipiell hat sich hier eine charttechnische Formation ausgebildet, nämlich ein Dreieck, was oben horizontal verläuft und unten eben diese steigenden Tiefpunkte hat. Das ist prinzipiell erstmal bullisch zu werten. Wir befinden uns hier mit dem Kurs oberhalb der Wolke. Das ist bullisch. Wir befinden uns mit dem Kurs oberhalb der violetten und oberhalb der roten. Das ist bullisch. Wir haben aber noch ausstehend, ja, dass sich die blaue Linie über den Preis bewegt. Und wir haben hier noch ausstehend, dass die rote Linie die violette nach oben schneidet. Ja, also es ist noch nicht alles bullisch hier auf dem Tageschart. Aber grundsätzlich die Woche super positiv, Görsch-Trend klar positiv auf Woche, Görsch-Trend klar positiv auf Tagesbasis. Und aus diesem Grund habe ich hier die Entscheidung getroffen, an dem Tag eine Order reinzulegen, eine Kauforder auf 143,77 hier oben, für den nächsten Tag.
dass wenn die Merck-Aktie nach oben aus dem Dreieck ausbricht, dass dann gekauft wird mit dem Stop entsprechend hier unten so bei um 139 Euro und mit dem Ziel hier oben um 149 Euro. Ja, das war das Setup, was wir da rausgesucht haben. Dazu ist es nicht gekommen. Die Aktie ist direkt am nächsten Tag, hat die hier die untere Begrenzung von Dreieck angetestet und ist dann einen Tag später auch hier nach unten ausgebrochen. Damit war das Ganze hinfällig. Der Trade ist also nicht ausgeführt worden. Wenn wir uns die aktuelle Situation dann anschauen, ja, wir sehen dann, wir haben hier auch die Wolke nach unten verlassen. Das ist dann schon mal potenziell negativ. Allerdings war auf Wochensicht hier die ganze Zeit alles weiter positiv und von daher keine Veranlassung, hier irgendwie eine Short-Position zu nehmen. Ja, auf gar keinen Fall. Das Ganze hat sich dann jetzt hier auch wieder gefangen und wir stehen hier kurz vor einem neuen Signal, nämlich kurz vor einem Ausbruch aus der Wolke hier nach oben. Würde ich hier noch eine Position aufbauen wollen? Nein, eher nicht. Warum? Ganz einfach, Stop müsste hier unten an den Bereich 126. Das Ziel liegt nach wie vor hier oben bei 148 und damit ist das Ganze schon alleine vom Chance-Risiko-Verhältnis her nicht mehr attraktiv. Ja, das war also die Merck-Aktie. Da hat sich nichts getan. Anders sah es dagegen aus in dem Trade, den wir auf den S&P, auf dem Nasdaq hier rausgesucht haben. Das war CSX Corporation. Da läuft die Position noch, die wir dann aufgebaut haben. Da können wir hier auch noch mal kurz gucken am 15. Februar. Ja, da sah das Ganze so aus. 15. Februar. Na, das war hier in diesem Bereich. Da hatten wir einen Feiertag, glaube ich, in den USA. Deswegen ging das Ganze dann hier erst ab dem 16. wieder weiter. Da hatten wir aber gesagt, alle haben uns das auf dem Wochenchart angeschaut. Ja, haben gesehen im Wochenchart. Ist hier so ziemlich alles bullisch. Das hier war die Woche 15. Februar. Ich vergrößere das Ganze mal. So, also 15. Februar haben wir hier innerhalb dieser Woche. Haben gesehen, alles ist bullisch. Der Kurs ist oberhalb der roten, der Kurs ist oberhalb der violetten, der Kurs ist oberhalb der Wolke. Wir haben einen ganz klar positiven Girsch-Trend. Wir haben eine blaue Linie, die deutlich oberhalb des Preises liegt. Also auf Wochensicht alles in Ordnung. Und gehen jetzt hier in den Tageschart und sehen auf dem Tageschart, ja, das Signal, was wir hier bekommen hatten, war ein Ausbruch aus der Wolke. Wir waren mit dem Kurs oberhalb der roten, wir waren mit dem Kurs dabei, durch die violette hier durchzubrechen. Also auch das ein bullisches Setup. Negativ war hier noch die blaue Linie, die war noch nicht oberhalb des Kurses. Und dass die rote die violette noch nicht geschnitten hat. Ja, das sind immer die beiden letzten Signale, die hier noch kommen. Aber in Verbindung mit dem Wochenchart und dem hier wieder grün werdenden Girsch-Trend hat mir das gereicht zu sagen, okay, wir sind übergeordnet aufwärts gerichtet. Wir kommen hier aus diesem Support-Bereich der Wolke. Wir brechen aus der Wolke aus. Wir haben das letzte Hoch hier genommen, haben also auch eine neue Aufwärtssequenz. Also legen wir hier oben die Order zum Kaufen rein über diesem Hoch hier vom 12. Februar. Die ist dann am 16. auch ausgeführt worden. Dann kam das Ganze noch mal kurz zurück. Position war leicht im Minus über 2 Tage und hat sich dann recht gut entwickelt. Ja, war dann hier noch mal etwas deutlicher im Minus. Stop Loss lag ursprünglich hier unten in dem Bereich bei 83, ist dann nachgezogen worden hier auf dieses Level unter 85. Mit dieser starken Kerze, die hier runtergelaufen ist und am nächsten Tag komplett zurückgeholt worden ist, lag der Stop dann hier bei 87. Und jetzt inzwischen, ja, habe ich das Ganze hier Break-Even abgesichert, leicht über Break-Even. Warum? Weil wir hier heute schon ganz kurz vorm Ziel waren. Ja, wir haben hier eröffnet heute bei 94,80, waren wirklich auf wenige Ticks am Ziel, haben dann einen deutlichen Turnaround gesehen. Und tendieren jetzt im Moment hier so ein bisschen wieder nach unten. Ja, haben uns vom Tagestief wegbewegt. Aber ich würde dem Ganzen gerne noch ein bisschen Platz geben. Es sieht Ichimoku-mäßig alles hervorragend aus. Wir sind über diesen Mittelwerten. Wir sind über der Wolke. Rot ist über Violett. Ja, das sieht alles gut aus. Blau ist noch oberhalb des Preises. Ja, auch das ist ganz gut. Girsch-Trend ist bullisch nach wie vor. Ich würde dem gerne hier jetzt noch ein, 2 Tage Zeit geben
Und dann würde ich das auch an das nächste Zwischentief dann hier hinterherziehen und noch ein paar Gewinne absichern. Okay. Der Peter fragt, ob ich den Gersh-Trend auch als Einstiegssignal bei Wechsel negativ zu positiv verwende. Nein, verwende ich nicht. Ja, also ich benutze diesen Gersh-Trend-Indikator tatsächlich, um eine Entscheidung zu treffen, ob ich zum Beispiel in einer Investmentposition drin bleiben will. Das passiert häufiger, dass es auf dem Chart auch mal etwas größere Korrekturen gibt, ohne dass der Gersh-Trend negativ wird. Ja, so wie wir das hier zum Beispiel gesehen haben. Das ist eine längere Korrektur über mehrere Wochen. Aber solange wir hier nicht negativ werden, komme ich überhaupt nicht auf die Idee, eine Position vielleicht zu verkaufen. Ja. Und für Einstiege, wenn ich das Ganze für Einstiege benutze, dann sehr gerne zum Beispiel in Kombination mit dem Stochastik-Indikator. Und dann will ich sehen, dass wir in einer Korrektur hier im Stochastik-Indikator in einen überverkauften Bereich kommen, Gersh-Trend aber noch positiv ist. Und dann bin ich eher dabei, hier Long-Positionen aufzubauen. Ja, aber prinzipiell ist für diese Gemengelage, die wir uns jetzt hier anschauen, ist im Prinzip der Gersh-Trend das Entscheidungskriterium erstmal prinzipiell, ob ich einen Trade umsetzen möchte oder nicht. Ich möchte hier nämlich Long Trades nur dann umsetzen, wenn das so ist wie hier, dass nämlich Gersh-Trend auf Tagesbasis positiv ist und Gersh-Trend auf Wochenbasis positiv ist. Das ist also quasi hier ein zusätzlicher Filter, den ich verwende. Ja. So, das ist also die zweite Position, die wir am 15. aufgebaut haben. Die ist hier gut losgelaufen, war quasi schon am Ziel. Die könnte man jetzt auch direkt schließen. Das wäre auch kein Fehler. Aber wie gesagt, ich würde dem gerne noch ein, zwei Tage Zeit geben. Okay, dann können wir ja im Prinzip nochmal genau das Gleiche machen. Wir fangen mit den DAX-Werten nochmal an, schauen, was da jetzt drin war für morgen. Da haben wir hier Short-Signale in der Adidas. Jo, also, ich mache es mal so. Und hier geht es jetzt schon los. Ja, wir sehen hier Gersh Down in Rot. Gersh Down in Rot bedeutet, dass wir im Gersh-Trend-Indikator auf Wochenbasis und auf Tagesbasis negativ sind. Ja, auf Tagesbasis ist es hier sehr negativ, schon etwas länger, im Prinzip schon seit Ende Januar. Und auf Wochenbasis sind wir jetzt hier gerade erst negativ geworden. Ja, das finde ich nicht so besonders schön. Ich hole mal kurz mein Zeichentool hier mit rein. Dann kann ich hier mal ein bisschen direkt auch ein paar Sachen zeigen. Ja, was mir überhaupt nicht gefällt, ist sowas hier. Ja, wenn wir so einen choppy Gersh-Trend haben, der also zwischen Grün und Rot hier ständig wechselt, ja, dann ist das typischerweise in solchen Phasen wie hier, wo sich der Kurs auch einfach nicht wirklich bewegt. Ja, und das ist nichts, wo ich eine Position aufbauen möchte. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn die Gesamtmärkte positiv ausgerichtet sind, dann möchte ich prinzipiell sowieso keine Short-Positionen haben. Das ist hier im Moment der Fall. Ja, der DAX insgesamt sehr, sehr stark, über die letzten Tage zum Teil sogar stärker als die US-Märkte. Von daher kein Marktumfeld, in dem ich gerne Short-Positionen haben will. Also brauchen wir uns auch die Short-Signale hier im Prinzip gar nicht weiter anschauen. Dann haben wir hier ein Long-Setup in der Infineon. Und hier haben wir jetzt ein Problem. Und zwar, wir sehen, dass das Ganze hier aus Ichimoku-Sicht super bullish aussieht. Ja, wir kommen hier aus der Supportzone der Wolke, sind aus der Wolke nach oben ausgebrochen, haben die gleitenden Durchschnitte hier, also diese Mediane, die wir hier haben, nach oben durchbrochen. Die blaue ist dabei, hier über den Kurs zu gehen, also über die Preisabbildung zu gehen. Das sieht alles sehr bullish aus. Ja. Auf dem Wochenchart sieht es sowieso extrem bullish aus. Deutlich oberhalb der Wolke, blau deutlich oberhalb des Preises, rot deutlich oberhalb violett, ja, der Kurs deutlich oberhalb der violetten. Also sehr, sehr bullisches Wochensetup hier und auch ein sehr bullischer Gersh-Trend. Was mir hier jetzt allerdings den Trade quasi verhagelt, das ist das hier, ja, der negative Gersh-Trend. Der ist für dieses Setup, wo es jetzt hier darum geht, handeln wir das oder handeln wir das nicht, ist das hier mein Ausschlusskriterium. Ja, und das Problem ist,
dass diese Abwärtsbewegung, die hier gelaufen ist, hier von oben nach unten, dass diese Abwärtsbewegung zu dynamisch war. Die hat dazu geführt, dass der hier sehr, sehr weit in den Negativbereich gekommen ist. Und diese recht seichten Aufwärtsbewegungen, die wir hier gesehen haben, die reichen schlicht nicht aus, um hier wieder bullisch zu werden. Ja, wir könnten noch mal morgen schauen. Je nachdem, wenn wir hier morgen noch mal einen starken Close haben, dann kann es durchaus sein, dass der schon auf die auf die grüne Seite gewechselt hat. Aber für mich wäre das hier im Moment noch ein Ausschlusskriterium, auch wenn alles andere hier wirklich gut aussieht. Ja, aber wir wollen idealerweise Setups, in denen alles gut ausschaut. Bei Merck haben wir hier heute ein Signal, nämlich diese Kreuzung von Rot und Violett. Da laufen wir aber gerade in die Wolke rein. Das ist jetzt ein Widerstand, weil wir von unten reinlaufen. Ja, das ist ein Widerstand. Haben wir vorhin auch schon gesehen, das Chance-Risiko-Verhältnis würde hier im Moment einfach nicht mehr passen. Die hatten wir uns ja vorhin schon angeschaut. Und deswegen fällt die auch weg. Ja, also wir sind hier noch nicht oberhalb der Wolke. Die blaue ist noch nicht oberhalb des Preises. Und das Ziel ist einfach zu dicht dran. Ja, und dementsprechend ergeben sich hier im DAX momentan keine Setups nach Ichimoku. SAP hat ein Short Setup, also ein Short Signal. Sehen wir hier auch Gersh Trend im Daily auf der Short Seite, Gersh Trend im Weekly auf der Short Seite. Wir sind hier unter der Wolke, wir sind auch hier unter der Wolke. Rot ist unterhalb Violett, auch hier Rot ist unterhalb Violett. Die blaue ist unterhalb des Preises, die blaue ist unterhalb des Preises. Also wir haben ein extrem negatives Setup hier in der SAP. Wenn jetzt der DAX an sich und die Gesamtmärkte an sich schwach wären und vielleicht in einem intakten Abwärtstrend wären, dann würde ich hier sofort eine Short-Position aufbauen, falls die SAP unter 102 fällt. Ja, wenn die hier unten drunter kommt, würde ich hier sofort shorten. Allerdings haben wir gesagt, wir befinden uns in einem starken Marktumfeld. Von daher wollen wir hier nicht verkaufen, keine Short-Positionen eingehen. Ja. Gute Frage von Peter. Der hat anscheinend hier schon mehrere von meinen Webinaren gesehen und weiß, dass ich immer den Slow-Stochastic-Indikator benutze. Wo man denn hier im Agena Trader die Einstellung findet. Das zeige ich gleich gerne mal. Ja, ich gucke mal, dass wir ein entsprechendes Setup finden und dann blende ich das Ganze mal ein. Okay, also würde ich sagen, dadurch, dass der Nasdaq heute mit so der stärkste Index ist, da waren wir vorhin schon deutlich über 2% im Plus, schauen wir uns das Ganze hier jetzt mal an im Nasdaq, was wir hier an Setups finden würden. Und zwar sortiere ich das Ganze einfach hier mal kurz nach den Signalen. Wir haben gesagt, Short Setups wollen wir im Moment nicht traden. Alles das, was hier hell ist, das ist ein Tag alt. Ja, die sind also sind nicht die aktuellen von heute. Wir wollen uns aber hier die aktuellen Signale von heute anschauen. Biogen brauchen wir uns schon gar nicht anschauen, weil in Biogen ja der Gersh-Trend hier klar negativ ist, sowohl auf Woche als auch auf Tag. Deswegen interessiert uns das nicht weiter. Wir haben hier Charter Communications, finde ich recht interessant. Und da fangen wir hier mal auf dem Wochenchart an. Und im Prinzip machen wir jetzt nichts anderes als das, was wir Mitte Februar auch schon gemacht haben. Wir schauen uns ein paar Signale an, die hier aufgetaucht sind heute, entscheiden dann, ob wir diese Signale traden wollen oder nicht. Und wenn ja, dann legen wir die Trades hier einfach mit rein. Also Charter Communications. Fangen wir mal an mit der Grundausgangslage. Ja, wir haben im Prinzip seit Januar 2019 hier einen positiven Gersh-Trend. Ja, hatten hier einmal zwischendurch eine Woche, die quasi neutral geblieben ist, ist aber nicht in den Negativbereich gerückt. Und das ist schon mal eine super Ausgangslage. Und hier könnten wir uns jetzt einfach auch schon mal anschauen, wie der Slow Stochastic gerade aussieht. Und dafür gehen wir im Agena Trader einfach in den Stochastics-Indikator hier rein und stellen ihn hier auf 3.14.3. Und dann haben wir die Standardeinstellung, die ich benutze für meinen sogenannten
Slow Stochastic Indikator, ja, 3, 14, 3. Also Period D auf 3, die Glättung auf 3 und die Period K auf 14. Und dann haben wir meine Standardeinstellung, die ich verwende. Ja, dann können wir das Ganze hier noch Slow Stock nennen. Okay, ja. So, und jetzt sieht man das, was ich meine. Na, ich möchte gerne sehen, dass wir hier mit dem Girsch-Trend in einer Korrektur quasi bullisch bleiben und benutze dann hier diese positiven Kreuzungen von der Slow Stochastic, um die Einstiege zu triggern. Ja, das hier, ganz, ganz hervorragend. Na, wir haben einen Girsch-Trend, der ganz klar positiv geblieben ist hier im Wochenchart. Wir haben eine Slow Stochastic, die relativ weit runtergekommen ist, bis kurz vor überverkauft, hat dann hier an dem Punkt bullisch gekreuzt. Ja, und das wäre dann hier der Ausbruch über diese letzten Hochs hier. Das wäre eine Einstiegsmöglichkeit gewesen auf dem Wochenchart. Ja. Das Ganze kann man sich natürlich dann auch auf dem Daily anschauen. Ich nehme ihn hier mal ein bisschen zurück. Gehen wir auf den Daily, schauen uns das Ganze erstmal aus Ichimoku-Sicht an. Wie sieht es hier aus? Wir haben die rote Linie, die inzwischen schon die violette gekreuzt hat. Das ist bullish. Wir sind mit dem Kurs deutlich über der roten und deutlich über der violetten. Das ist bullish. Wir sind mit dem Kurs aus der Wolke gekommen. Das ist bullish. Und die blaue ist auch oberhalb des Kurses. Auch das ist bullish. Görsch-Trend ist sowieso positiv, sonst würde hier nicht Görsch abstehen. In dieser Zeile hier, ja, diese Zeile, ja, die gibt für mich auf den ersten Blick immer an, ob Woche und Tag in die gleiche Richtung laufen. Wenn Woche und Tag im Görsch-Trend positiv sind, dann erscheint hier Görsch ab. Wenn Woche und Tag negativ sind, erscheint hier Görsch down. Ja. Das ist einfach für mich, um einen sehr, sehr schnellen Überblick über diese einzelnen Aktien zu bekommen, über die einzelnen Märkte zu bekommen. Sind die gerade eher im intakten Aufwärtstrend, Swing Trading mäßig, oder sind die im intakten Abwärtstrend? Oder sind die vielleicht so, dass sich Woche und Tag unterscheiden? Ja, und wenn sich Woche und Tag unterscheiden, dann sieht das Ganze so aus, dann bleibt das Feld leer. Dann weiß ich genau, na, bei Tesla ist wahrscheinlich der Wochentrend positiv und der Tagestrend negativ oder so. Ja. Wollen wir uns mal kurz anschauen, die Tesla. Ja, hier haben wir es. Ja, Wochentrend ist positiv, Tagestrend ist negativ und dementsprechend kommt die im Moment nicht in Frage zu kaufen. Und schauen wir uns das aus Ichimoku-Sicht an. Woche, ja, recht bullisch, rot über violett, ja, Preis über violett, Preis deutlich über der Wolke, blau deutlich oberhalb des Preises, ne? Einfach aufgrund dieser langfristigen, sehr, sehr dynamischen Aufwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben, ist hier alles noch positiv. Ja, und selbst in dieser großen Korrektur hier von $900 runter auf $540, selbst in dieser großen Korrektur ist Görsch-Trend hier positiv geblieben, weil eben die erste Bewegung so extrem dynamisch war. Und dann ist es halt auch normal, dass wir auf so eine starke Momentumbewegung auch sehr stark mit viel Momentum korrigieren. Ja, das ist völlig normal. Und deswegen sollte ein guter Trendindikator in dem Moment eben auch positiv bleiben. Auf Tagesbasis sieht das Ganze hier ganz anders aus. Da haben wir ein völlig anderes Bild. Wir haben auf Tagesbasis hier, zeige ich mal kurz, ja, einen intakten Abwärtstrend. Das ist die letzte Sequenz. Fallende Hochs, fallende Tiefs. Und jetzt haben wir im Prinzip hier so einen Bereich. Ja, das ist so, ich nenne das immer ganz gerne informationsfreier Raum. Ja, da haben wir weder ein neues Hoch gemacht bisher, noch ein neues Tief gemacht. Das heißt, wir laufen innerhalb dieser letzten Sequenzspanne hier, laufen wir jetzt irgendwie hin und her. Und das Ganze ändert sich erst, wenn wir entweder nach oben rausgehen oder wenn wir nach unten rausgehen, dann kriegen wir neue Informationen vom Markt. Bis dahin ist das Ganze hier nicht so wirklich interessant. Ja, und wir sehen es auch schon am Ichimoku. Na, rot läuft noch unter violett, das ist negativ. Blau läuft unterm Preis, das ist negativ. Der Preis ist unterhalb der Wolke, das ist negativ. Görsch-Trend ist rot, ja, das ist negativ.
Und deswegen fällt Tesla im Moment für mich zum Kaufen einfach aus. Ja. Okay, wir waren bei Charter Communications. Was mir hier nicht so gut gefällt, ist, dass wir aus einer roten Wolke kommen. Ja, die sind nicht so stark, nicht so stabil. Meistens diese Ausbrüche, wie als wenn wir aus einer grünen Wolke ausbrechen, wie hier. Ja, hier haben wir die nur kurz angetestet, sind nach oben rausgegangen und dann kommt hier die nächste große dynamische Bewegung. Na, hier das Gleiche, wir sind aus der grünen rausgekommen, die nächste große dynamische Bewegung folgt. Ja, und jetzt hier ist das Ganze nicht mehr ganz so schön, weil wir eben die rote Wolke haben. Ich habe das lieber an der grünen Wolke. Dann haben wir hier auch einen starken Widerstandsbereich. Na, und wir sehen diese ganze Phase im Prinzip bis hier oben, bis $670, die ist sehr stark verkaufslastig. Ja, das sehen wir hier. Das ist eine Verkaufszone. Aus dieser Verkaufszone ist der Kurs sehr dynamisch nach unten ausgebrochen. Und dann sehen wir hier auch aufgrund dieses extrem langen Dochts, den wir hier auf dem Tageschart haben, sehen wir, dass hier doch deutliches Verkaufsinteresse reingekommen ist. Ja, und am nächsten Tag hatten wir hier auch ein ordentliches Downgap, haben hier die Bewegung deutlich nach unten fortgesetzt. Und deswegen, wenn wir jetzt hier kaufen würden, ja, vielleicht den Ausbruch über dieses Hoch, dann wären wir hier sofort im Widerstandsbereich. Ja, fällt also aus. Schauen wir aufs nächste Setup. Analog Devices, ADI. Gefällt mir insgesamt schon deutlich besser. Wir kommen zwar hier aus einem negativen Girsch-Trend, sind aber seit gestern hier schon wieder positiv. Auch heute die Kerze sehr stark. Schöne Bewegung in Analog Devices momentan. Fangen wir auch hier wieder auf dem Wochenchart an. Na, wir haben Girsch-Trend, sehr bullisch. Wir haben den Kurs deutlich oberhalb der Wolke. Rot ist über Violett, der Kurs ist über beiden Medianen und Blau ist deutlich oberhalb des Kurses. Also auf dem Wochenchart viel bullischer kann das Bild gar nicht mehr sein. Wir kommen aus einer schönen Korrektur im Tageschart, haben ganz kurz dieses letzte Zwischentief unterbrochen für 3, 4 Tage, waren dann sofort wieder oben drüber. Und jetzt baut sich hier gerade, ich hole es mal ein bisschen größer rein, jetzt baut sich hier gerade eine neue Aufwärtssequenz auf. Ja, hier sehen wir das. Wir haben eine Sequenz, steigende Hochs, steigende Tiefs. Wir sind heute wieder aus der Wolke raus nach oben. Das ideale Einstiegssetup wäre hier gewesen bei 155. Mit dem Stop dann entsprechend hier recht eng kann man den schon setzen an der 147, weil wir eben schon eine Sequenz hier haben. Und wenn wir unter diese 147 hier fallen, dann sind wir auch aus der Wolke wieder nach unten raus. Ja, das wäre jetzt also ein Setup, wo ich vielleicht versuchen würde, hier mit einem kleinen Retracement nochmal ein bisschen besser reinzukommen. Vielleicht so auf 125, 155, 20. Ja, lassen wir mal hier die 17. Dann haben wir hier bis nach unten 147, 17 ungefähr. Das sind $8. Das heißt, bei 40 Aktien haben wir hier ein Risiko von etwas über $300, $320. Das finde ich immer ganz gut. Damit arbeite ich ganz gerne. Das können wir hier reinlegen. Und weil es eine Limit Order ist und der Kurs erstmal runterkommen muss, um überhaupt unseren Fill zu kriegen, legen wir dann direkt hier unten drunter auch schon die Stop Order für die 40 Kontrakte oder für die 40 Aktien. Und dann haben wir hier quasi unser Setup drin. Ja, das Kursziel, das liegt hier mindestens bei 164. Ja, ist also etwas mehr als 1 zu 1. Und hier würde ich vielleicht sogar gestaffelt arbeiten. Ja, ein erstes Kursziel oben bei 164 und den Rest dann mit einem Trailing Stop laufen lassen. Das finde ich immer eine ganz gute Idee, wenn man in Märkten unterwegs ist, die ja sich in der Nähe des Allzeithoch befinden. Na, das ist hier Widerstand, gar keine Frage. Hier ist eine deutliche Verkaufsbewegung gekommen, die 2 Wochen lang angehalten hat und auch das letzte Tief hier aus dem Wochenchart rausgenommen hat. Aber prinzipiell ist es wahrscheinlich,
wenn sich der Trend hier sauber fortsetzt, dass dieses Hoch rausgenommen wird und wir deutlich höhere Kurse, vielleicht so um 170 Dollar nochmal sehen. Ja, deswegen die Hälfte würde ich hier rausnehmen bei 164, den Rest würde ich laufen lassen und versuchen, Kurse über 170 realisieren zu können. Ja, und das wäre also das erste Setup, was wir hier für heute reinlegen können. Das nächste, was wir hier haben als Signal, auch ein Kumo Breakout, ist die Match Group. Kumo Breakout heißt, der Kurs läuft hier gerade aus dieser Kumo, aus der Wolke nach oben raus. Ja, prinzipiell blau ist hier noch deutlich unterhalb des Preises. Das ist nicht so besonders bullisch. Wir haben die rote, die die violette noch nicht gekreuzt hat. Da fehlt also auch noch ein bisschen was. Schauen wir uns das Ganze auf dem Wochenchart an. Ja, Wochenchart deutlich dynamischer. Sieht wirklich gut aus hier. Sehr positiv, sehr bullisch alles. Wir kreuzen hier auch gerade noch mal positiv in der Stochastik, obwohl wir nicht in den überverkauften Bereich gekommen sind. Da sieht es alles ganz nett aus. Ja, wenn wir das ein bisschen größer ziehen hier, dann können wir uns hier auch noch mal eine kleine Formation anschauen. Ja, nämlich so eine Bull Flag, die hier über vier, fünf Kerzen gelaufen ist, dann hier nach oben schon mal versucht hat auszubrechen, heute den nächsten Versuch hier startet. Und hier sehen wir aber auch direkt, was hier das wichtige Level ist, nämlich so die 158,20. Und bevor wir nicht über diese 158 hier deutlich drüber gehen, würde ich hier auch keine Long-Position für einen Swing Trade aufbauen wollen. Das können wir uns jetzt auf dem Tagesschart nochmal angucken. Ja, das ist dieser Bereich hier, 158. Das sind diese ganzen Hochs. Das hier, das hier, das hier. Dieses Level hier. Ja, das ist so ein bisschen jetzt das Entscheidungslevel. Wenn wir da drüber gehen, dann haben wir gute Chancen, vielleicht das Hoch hier auch nochmal zu sehen um 175. Da können wir uns jetzt mal anschauen, wie hier das Chance-Risiko-Verhältnis gestaltet wäre mit dem Einstieg. Hier 157,90 und ja, einem Stop dann hier unten bei 146. Und wenn wir jetzt das Ziel haben, hier 174, dann liegen wir so bei 1,2 zu 1 CRV. Ja, das finde ich noch ganz in Ordnung, weil hier eben wirklich keine größeren Widerstände mehr warten nach oben, ja, sondern hier oben fängt dann die Verkaufszone an. Verkaufszone ist diese hier. Das wäre der Zielbereich, mit dem ich hier arbeiten würde. Was haben wir da? 172. Also das wäre ein Setup, was man reinlegen könnte. Ja, ist aber erstmal noch nicht so interessant. Dementsprechend behalte ich das hier im Hinterkopf, packe es aber noch nicht rein. Wir schauen erstmal, was es vielleicht sonst noch an Möglichkeiten gibt. Diese Dinger hier, die brauchen wir uns eigentlich gar nicht anschauen. Also Illumina, ne, macht einen positiven Breakout hier, aber Rot ist deutlich unter Violett, ist auch ein sehr großer, eine sehr große Korrektur gewesen. Und diese sehr große Korrektur hat dafür gesorgt, dass wir hier im Gauss-Trend negativ sind, aktuell auch noch negativ sind. Deswegen haben wir hier kein grünes Feld. Und ähnlich sieht es aus bei Microsoft. Ja, wahrscheinlich reicht die Tageskerze heute schon, um hier wieder einen grünen Bar zu printen zum Tagesschluss, wenn wir hier so stark schließen. Aber hier haben wir eben auch das Problem bei Microsoft. Also fundamental bin ich von der Aktie absolut überzeugt. Das ist auch eine unserer Core Positions im America's Most Wanted Börsendienst. Da sind wir also schon relativ lange Microsoft Long. Für einen Trade finde ich es hier nicht interessant, weil wir hier zwei wichtige Dinge haben. Nämlich zum einen haben wir hier dieses Open Gap. Ja, dieser ganze rote Bereich hier ist Widerstand. Und direkt darüber wartet dieses Widerstandslevel hier. Ja, und deswegen ist Microsoft etwas, was für einen Trade an der Stelle hier jetzt gerade überhaupt nicht interessant ist. Na, und zusätzlich kommt eben noch dazu, Gersh Trend auf Wochenchart ist bullish, Gersh Trend im Tageschart ist bearish und dementsprechend ist hier eben auch kein grünes Gersh-Abfeld. Von daher kommt die Aktie auch nicht in Frage zum Traden. Wir haben also bisher tatsächlich nur die Analog Devices. Jetzt haben wir hier noch
ein Setup in Microchip. Da besteht schon von einer älteren Session hier eine Position, die schon beinahe ausgestoppt worden wäre, die das aber überlebt hat. Da liegt der Stop inzwischen hier bei der 132. Das wäre jetzt hier was, wo man eventuell eine Position vergrößern könnte. Ja, schauen wir uns das Ganze einmal schnell auf der Woche an. Na, dann sehen wir hier die schöne Sequenz auf dem Wochenchart. Die ist nicht gebrochen. Zeichne die einmal ein, hier vom Tief. Ja, das, was hier an Aufwärtssequenz zuletzt auf dem Wochenchart zu sehen war, ist das hier. Ja, da sind wir hier noch nicht unter. Wir waren hier einmal ganz kurz innerhalb eines Tages unter dem Tief, haben das sofort wieder hochgekauft. Von daher ist das etwas, was zu vernachlässigen ist. Dieses letzte Tief hier liegt deutlich oberhalb dieses Tiefs und jetzt sind wir auf dem Weg hier quasi zum Ziel. Ja, bei 175 hatte ich hier das Ziel festgelegt. Die Position läuft. Wäre vielleicht was zum Vergrößern, müssten wir uns jetzt anschauen. Also auf dem Wochenchart alles sehr bullisch. Sämtliche Signale, die wir aus dem Ichimoku bekommen, sind bullisch und der Girls-Trend ist bullisch. Schauen wir kurz auf den Tageschart. Also hier sind wir über die Wolke deutlich nach oben ausgebrochen, sind auch über das letzte hochgegangen. Girls-Trend ist positiv. Wir haben einen Kurs, der deutlich oberhalb dieser Mediane liegt. Wir warten noch auf das Schneiden zwischen Rot und Violett und wir warten noch auf den Ausbruch von der Blauen über dem Preis. Das wäre jetzt aber nicht so tragisch. Ja, und ihr merkt das vielleicht schon, das sind immer so oder meistens die letzten beiden Signale, die wir bekommen, das Rot hier Violett kreuzt und das Blau über den Kurs geht. Das sind oft die letzten Signale, die kommen. Das sind auch mit die schwächsten. Die finde ich also gar nicht so ausschlaggebend. Einstieg ist ähnlich wie bei der Analog Devices, wäre idealerweise hier bei 154,50 gewesen, 154,40 in diesem Ausbruch. Das wäre das Top-Einstiegslevel gewesen. Jetzt müssten wir schauen, wenn wir eine neue Position hier aufbauen, wie managt man das Ganze vom Stop? Stop würde hier liegen. Ziel, ja, erstes Ziel vielleicht hier bei 165 für einen kurzfristigen Trade. Hier haben wir sogar ein 2 zu 1 damit. Wäre also was, was wir hier tatsächlich aufbauen könnten. Ich mache das dann ganz gerne durch eine zusätzliche Risikoreduzierung. Wir hatten ein deutliches Risiko auf den Trade hier mit dem initialen Stop. Das heißt, wenn ich dieses Stop-Level jetzt hier hinterher ziehe, dann habe ich aus dem ersten Trade das Risiko fast raus. Ja, und jetzt können wir hier hingehen und sagen, wenn wir nochmal eine Korrektur sehen in den Bereich 100. 54,75, dann kaufen wir auch hier per Limit. Den Stop lassen wir dann komplett hier unten bei 142,70. Das sind also auch nochmal so 7, was haben wir da? 8, 12 Dollar, also ungefähr 12 Dollar. Da bräuchten wir so 30 Aktien. Ja, und dann könnten wir das Ganze hier entsprechend genauso umsetzen. Und das hier setzen wir dann auf 49 und dann haben wir den kompletten Stop für die gesamte Position hier unten bei 142,40. Könnten dann hier oben auch das Limit entsprechend anpassen und dann hätten wir diese Position vergrößert. Also, ihr seht, ja, ich benutze diese Einstiegssignale, die hier kommen, nicht nur, um neue Positionen aufzubauen, sondern zum Teil eben auch, um bestehende Positionen innerhalb eines laufenden Trends zu vergrößern. Ja. Also, jetzt haben wir eine Analog Devices für heute, haben eine Microchip für heute. Jetzt haben wir hier noch ein Setup aus der Skyworks Solutions. Auch die läuft ja auf Wochenbasis hier ganz hervorragend. Ja, also ein wirklich starker Auftritt hier auf Wochensicht. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen im Ruler, da sind wir hier seit März 20 bis zum Hoch, ja, 187% gelaufen. Also wirklich stark. Und da ist auch dieser letzte große Rücksetzer hier nicht tragisch, ne? Weil, schauen wir uns hier auch nochmal die Sequenz an. Dann sehen wir, wir kommen im März hier von unten. Haben hier die erste Bewegung, eine kleine Korrektur, die nächste Bewegung zum Hoch, eine Korrektur, nächster Move,
die Korrektur und hatten dann hier eine sehr starke, quasi durchgehende Bewegung. Und diese letzte Korrektur, die hier runtergelaufen ist, ist nichts anderes als ein Test dieses alten Hochs hier. Ja, hier liegt das alte Hoch aus dem Oktober. Wir sind einmal im Wochenchart zurückgelaufen auf den Bereich des alten Hochs. Ja, und jetzt sind wir hier in der Fortsetzungsbewegung und ich würde erwarten, dass wir hier über $200 laufen in der Skyworks Solutions. Ja, Görsch-Trend ganz klar positiv. Also prinzipiell erstmal auf dem Wochenchart ein super Setup. So, wie sieht es im Tag aus? Ja, wir haben eine ähnliche Situation wie bei der Microchip. Wir sind über die bullische grüne Wolke ausgebrochen hier, haben die einmal kurz angetestet, sind jetzt wieder deutlich über der Wolke. Der Preis ist oberhalb der violetten und oberhalb der roten. Die rote hat noch nicht bullisch mit der violetten gekreuzt, da warten wir noch drauf. Und auch die blaue liegt hier noch unterhalb des Preises. Ja. Das würde bedeuten, hier nicht volles Risiko, sondern vielleicht ein bisschen ein kleineres Risiko. Schauen wir uns das Ganze jetzt aber mal an von der Einstiegsseite. Wir könnten hier so bei 184,60 über dem letzten Hoch könnten wir einsteigen. Wenn wir das Ganze trendfolgend quasi begleiten wollen, dann brauchen wir dieses neue Hoch als Bestätigung dafür, dass sich der Aufwärtstrend hier weiter fortsetzt. Und wenn wir hier 184,40 oder so kaufen würden, ja, und würden unseren Stop hier ans letzte Tief setzen, dann hätten wir bis zum letzten Hoch hier nicht mal ein 1:1. Ja, passt also leider von der Chance-Risiko, vom Chance-Risiko-Verhältnis nicht. Ja, wir würden hier $12 riskieren für, naja, $11, die wir vielleicht verdienen wollen, finde ich nicht ideal. Ja, ich möchte gerne vielleicht $8 riskieren für 10 oder $12, die ich verdienen will. Aber ich will nicht $12 riskieren für 11, die ich verdienen will. Und dementsprechend fällt das hier also auch weg. Dann können wir nochmal schauen, was haben wir hier noch auf der Seite Workday. Workday. So, Workday im Wochenchart, ja, recht stabil. Sieht von Ichimoku-Seite alles gut aus. Rot über Violett, Kurs über beiden Median deutlich über der Wolke, Görsch-Trend ist grün, blau ist über dem Kurs. Ja, also hier ist alles bullisch, alles positiv. Stochastik kreuzt auch gerade positiv hier. Sieht auf Wochenbasis nett aus. Schauen wir uns den Tag an. Recht choppy. Ja, also wir haben hier ziemlich große Schwankungen. Das ist das Erste, was hier auffällt. Wir haben hier eine Bewegung, ja, 18% nach oben innerhalb weniger Tage. Danach sind wir hier 16% runtergekommen innerhalb weniger Tage. Dann haben wir hier eine Bewegung 25-26% nach oben, sind hier über 20% wieder runtergekommen. Ja, also hohe Volatilität. Hohe Volatilität heißt für mich immer größere Stops. Ja, also bei einem Wert, der eine extrem hohe Schwankungsbreite hat, möchte ich keine engen Stops haben. Das hier wäre ein sehr enger Stop unter diesem Tief. Wäre mir zu eng. Ja, wir sehen, dass das innerhalb der normalen Schwankungsbreite liegt, dann hier unten wieder ausgestoppt zu werden. Der Stop hier unten ist aber schlicht zu weit weg für das Ziel, was wir haben können. Das Ziel ist hier immer erstmal das letzte Hoch. Ja, schauen wir uns hier die Chance-Risiko-Betrachtung an. Wenn wir den Ausbruch hier nehmen würden, dann haben wir hier unten den weiten Stop. Da müssten wir schon bis 304 laufen für ein 1:1 Chance-Risiko-Verhältnis. Fällt also leider auch weg, weil einfach schlichtes Ziel nicht mehr gegeben ist. Ja, wir haben die Einstiege hier jetzt zu spät bekommen, wir haben die Signale zu spät bekommen. Wenn man hier früher hätte einsteigen können, wäre das ein schönes Setup gewesen. Na, vielleicht hier sogar den Ausbruch, na, aus diesem Abwärtstrend, na, an der Stelle hier. Aber jetzt so würde ich das nicht unbedingt handeln wollen. Gehen wir in den S&P 500. Schauen wir uns hier nochmal das Gleiche an. Ich sortiere nochmal kurz hier nach Signalen. So, Analog Devices haben wir schon reingelegt. Die ist auch im S&P 500. Alle anderen, die hier sind, die kommen erstmal nicht in Frage, weil dieser zusätzliche Vorfilter Görsch-Trend hier nicht passt. Jetzt haben wir hier noch eine IQV. So, da können wir nochmal schauen.
Die sieht ganz interessant aus. Die läuft auf dem Wochenchart recht stabil, keine allzu hohen Schwankungen, sehr bullisch. Ja, ich wiederhole jetzt hier nicht nochmal alles, aber sollte man jetzt inzwischen auf den ersten Blick sehen, dass hier alle Signale aus dem Ichimoku sind bullisch. Wir haben hier nicht ein negatives Signal, es ist alles positiv und wir haben einen positiven Gerschtrend. Ja, das spricht erstmal dafür, dass diese Aktie mittelfristig weiter steigen sollte. So, das Bild auf dem Tageschart. Ja, das ist nicht schön hier. Das hier unten ist nicht schön. Ich zeige es nochmal. Hier. Ja, hatten wir gesagt, immer dann, wenn wir hier so eine Situation bekommen, dass das Ganze hier so sehr choppy läuft, schnell wechselt zwischen Rot und Grün und sich nicht wirklich ein Trend entwickelt, dann setzt sich das Ganze meistens noch eine ganze Weile weit fort, läuft hier seitwärts. Ist normalerweise nichts, wo ich irgendwo gerne reinkaufen möchte. Ja, wenn man das jetzt unbedingt handeln will, dann kann man sich das anschauen in Kombination mit Chartformationen. Ja, da hätten wir hier also so ein ganz schönes Dreieck. Und dann wäre zum Beispiel hier oben der Ausbruch über dieses letzte Hoch. Das wäre was, was handelbar ist. Müssen wir allerdings auch wieder schauen. Die Risikoseite gibt uns dann diesen Stop vor. Die Zielseite gibt uns dieses Ziel vor. Ja, bis hierhin ungefähr. Ist maximal ein 1 zu 1, sieht auf den ersten Blick sogar ein bisschen kleiner aus, ist also auch nicht so wirklich sexy. Ja, und dadurch, dass ich eben hier so einen Choppy-Görsch-Trend habe, fällt das für mich auch weg. Microchip haben wir reingelegt, die würden wir gerne kaufen. Skyworks haben wir hier auch nochmal drin, ist eben auch im S&P 500. Hatten wir gesagt, warum die vorerst nicht in Frage kommt. Hormel Foods haben wir hier noch. Tenkan Kijun ist die Kreuzung zwischen roter und violetter. Das ist also hier das Setup, was wir hier gerade haben. Die Kreuzung von rot und violett ist bullish. Außerdem geht die Aktie hier gerade aus der Wolke raus, ist prinzipiell auch bullish. Schauen wir einmal aufs große Bild. Ja, da gefällt uns das natürlich überhaupt nicht. Ja, wir sind mit rot unter violett, wir sind mit blau unterm Kurs, wir sind innerhalb der Wolke, fällt also weg, weil der Wochenchart einfach nicht mehr stabil ist. Ja, und wir sehen das ja auch, wenn wir uns die Sequenz angucken. Das Hoch war hier im August 2020. Seither ist die Sequenz abwärts gerichtet hier im Wochenchart. Ich zeichne die einmal ein. Moment. So, ja, die Abwärtssequenz fängt beim Hoch an, macht hier ein Zwischentief. Ja, und läuft dann hier quasi in einem durch. Ja, jetzt könnte man hier sagen, okay, wir nehmen die kleine hier noch mit rein. Na, dann sind wir einmal oben drüber gegangen. Dann ist quasi die Abwärtssequenz gebrochen worden. Aber selbst wenn, ja, das ist die erste Bewegung. Wir haben hier noch nicht mal eine neue Aufwärtssequenz. Wir haben hier gar nichts. Na, wir laufen hier in so einer kleinen Dreiecksbewegung. Na, das Dreieck wäre jetzt dieses hier. Ja, so laufen wir im Moment dem Weekly. Sieht nicht besonders stark aus, sieht nicht besonders bullisch aus, sieht nicht aus, als würde hier in der nächsten Zeit Dynamik aufkommen. Von daher für mich nicht interessant. Was haben wir noch? Chico Cross, das ist immer, wenn die blaue Linie über den Preis geht. Das ist kein so ein super starkes Signal, aber das sehen wir jetzt hier gerade im S&P. Ja, S&P auf Wochensicht, boah, brauchen wir gar nicht gucken. Ja, ist sehr, sehr, sehr stark, sehr stabil, sehr bullisch. Aber der Einstieg, der sich hier anbieten würde, wäre dann beim neuen All-Time-High. Würde ich nicht mehr unbedingt machen, wenn wir uns die letzten Bewegungen anschauen. Immer wenn wir hier Richtung All-Time-High gelaufen sind, also der Index hier ja, ein neues Allzeithoch gemacht hat. Hier an der Stelle ist erstmal abverkauft worden. Ja. Neues Allzeithoch, erstmal abverkauft. Neues Allzeithoch, erstmal abverkauft. Ne? Hier sind wir nochmal 2 Tage weiter gestiegen, dann aber auch erstmal abverkauft. Neues Hoch, hier ist das neue Hoch gemacht worden. Dann ging es 4, 5 Tage seitwärts, deutliche Korrektur. Ja. Und dementsprechend würde ich hier keine neuen Hochs mehr kaufen, sondern würde eher versuchen, im Retracement irgendwie einzusteigen. Das ist aber nicht das Setup, was wir hier im Moment handeln wollen. Deswegen fällt das weg. Gartner fällt auch weg. Ja,
ganz harter Widerstand hier oben. Ist nichts, was ich traden möchte. Motorola, die sieht interessant aus. Sehr starke Aktie, läuft hier jetzt gerade Richtung Breakout, Richtung Wochenbreakout. Ja, wir haben ja jetzt heute gerade mal Montag. Die Wochenkerze sieht schon sehr stark aus. Im Moment sind wir im Breakout-Bereich. Jetzt wundert sich vielleicht der ein oder andere, aber auf dem Wochenchart, ja, diese Breakout-Bereiche werden definiert nach Wochenschlusskurs, nicht nach Wochenhoch, sondern nach Wochenschlusskurs. Wenn also die Aktie hier über 185, 27, 185, 25 schließt, dann haben wir hier einen Wochenbreakout und diese Wochenbreakouts ziehen meistens Käufe nach sich. Ja. Das sieht also gar nicht so schlecht aus. Ichimoku-Sicht super bullisch auf dem Wochenchart, Gersh-Trend-Indikator positiv. Wie sieht das Ganze hier aus auf Tagesbasis? Wir haben hier ja eine Bullflag gehabt, sind aus der Bullflag ausgebrochen, haben hier nochmal einen Test gesehen und sind jetzt heute hier nach oben weggegangen und sind auch über dieses Jahreshoch. Und auch hier würde ich eher versuchen, mit dem Retracement zu arbeiten. Ja, hier ist es natürlich schwierig, jetzt neue Kursziele zu definieren. Wir haben hier nochmal einen wichtigen Widerstandsbereich, wenn wir uns das anschauen. Ja, wäre jetzt also bei mir eine Aktie für die Watchlist. Einfach, weil wir erstmal abwarten müssen, wie die Woche schließt. Ja, und weil ich gerne sehen würde, dass wir jetzt hier in diesem Widerstandsbereich vielleicht etwas aufbauen, na, wie, na, so. Ja, vielleicht etwas aufbauen hier wie so eine kleine. Ja, wie so eine kleine Bullflag, ne, die sich jetzt hier so ein bisschen nach unten entwickelt. Und dann würde ich gerne einen Ausbruch sehen, der auch über dieses letzte All-Time-High geht und den dann kurzfristig traden. Ja, also die kommt mir auf die Watchlist, gefällt mir ziemlich gut von der Grundausrichtung. Okay, ja, dann haben wir eine ganze Menge Werte heute durch, haben leider nur zwei gefunden, bei denen wir einen Trade reingesetzt haben, ist ähnlich wie letzte Woche. Und zwar haben wir jetzt hier für heute die Analog Devices, ADI, und die Microchip. Ja, da haben wir hier auch nochmal zum Nachlegen eine Position reingelegt in die Microchip. Das sind also die, die wir uns dann beim nächsten Termin auch wieder anschauen, was da ausgeführt worden ist und wie sich das Ganze verhalten hat. Und wir werden natürlich auch die Positionen, die wir schon aufgebaut haben, noch betreuen. Ja, da läuft hier im Moment noch eine Activision Blizzard. Dann hatten wir hier aus dem Nasdaq noch eine Facebook. Die ist kurz vorm Ziel. Ja, da habe ich heute den Stop nochmal angepasst an dieses letzte Zwischentief hier. Die Facebook ist auch aus einem älteren Termin entstanden. Da hatten wir das Ziel hier oben an dieses letzte All-Time-High zu laufen, ja, um 302, 303 Dollar. Die ist auf dem Weg zum Ziel. Werden wir sehen, ob die das erreicht. Da werde ich jetzt heute nach Tagesschluss auch noch mal deutlich enger mit dem Stop hinterhergehen und wahrscheinlich hier ans Tagestief hinterherziehen. Dann haben wir noch eine Google, die prinzipiell recht gut aussieht momentan. Ja, die konsolidiert hier in einer sehr engen Range und findet hier unten um 2000 Dollar immer wieder Käufer. Also auch die sieht ganz, ganz toll aus dafür, dass wir noch deutlich höhere Kurse sehen können. Deswegen liegt hier kein Ziel drin, sondern ich versuche jetzt die Aktie über einen Trailing Stop zu betreuen. Würde gerne sehen, dass wir hier oben über 21,20 nach oben ausbrechen. Dann kommt der Stop an das letzte Tief hier bei 19,88. Und was haben wir noch drin? Ja, die hatten wir eben auch schon gesehen, die Activision Blizzard, die war schon sehr, sehr weit im Gewinn, aber hat uns halt über diese beiden letzten Tiefs hier ein klares Stop-Level gegeben, an dem man den Stop hinterherziehen konnte. Da ist also ein ordentlicher Gewinn schon abgesichert. Ja, die Position kommt von hier hinten. Ist ein ordentlicher Gewinn schon abgesichert, aber die war eben schon deutlich weiter im Gewinn, hat eine sehr harte Korrektur jetzt gezeigt. Werden wir sehen, mit ein bisschen Glück ist das jetzt hier ein Doppeltief?
Ja, und wir gehen dann irgendwann hier über die 95 weg und brechen auch aus der Wolke wieder aus. Wir sind im Moment im Support-Bereich der Wolke. Das passt also soweit noch alles. Und ja, ich bin eben fundamental nach wie vor von dem Ding auch überzeugt und bin der Meinung, wir laufen hier auch die 105 nochmal an. Und deswegen bleibt die auch noch im Depot. Ja, und damit haben wir dann, glaube ich, tatsächlich alles durch. Ich wünsche einen tollen Abend noch. Ich bedanke mich für die zahlreiche Teilnahme und dass auch wirklich alle hier bis zum Schluss dabei waren. Das hat man auch nicht so oft. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich glaube, so in 5, 6 Wochen haben wir den nächsten Termin und dann machen wir genau das Gleiche wieder und machen ein paar Analysen. Wie gesagt, wer sich das zwischendurch mal anschauen möchte, ihr bekommt dieses Top Trader Signals Add-on auch jederzeit über den Agena Trader als 2 Wochen Probeversion. Da könnt ihr euch das mal 2 Wochen auf Probe anschauen, kostenlos. Und danach kostet es auch nicht viel. Ich glaube, das liegt bei 20, 29 Euro im Monat oder so. Das ist wirklich wenig für das, was es liefert. Also schaut euch das gerne an, falls ihr noch kein FX-Flat-Konto habt. Wie gesagt, bei mir über die Website. Ich gehe mal kurz da rein, zeige das einmal schnell. Ist übrigens der 12. April das nächste Webinar mit uns. Ach, hervorragend. Ja. So wollen wir das haben. Ja, so, das haben wir also hier unter Handelskonto FX Flat. Ja, wenn man hier bei auf der Daytrading Coach Seite drauf geht, dann kommt man automatisch auf diese Landingpage hier von FX Flat und da sind dann auch diese 3 Monate Top Trader Signals Add-on vom Agena Trader mit hinterlegt. Ja, ist nochmal kurz eine Beschreibung drin, was da alles drin ist. Ja, sind also verschiedenste Handels-Setups drin und eben unter anderem auch die ganzen Ichimoku-Signale, die wir uns jetzt hier angeschaut haben. Okay, also würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere da Spaß dran hat, das auszuprobieren. Und wie gesagt, ansonsten einen schönen Abend für den Rest der Woche, natürlich eine super erfolgreiche Handelswoche. Und dann gerne bis zum nächsten Mal am 12. April. Von meiner Seite alles Gute, einen schönen Abend und vielleicht von dir noch ein paar berühmte letzte Worte. Ja, dann bin ich erstmal weg. Vielen Dank. Ja, danke dir, Martin. Vielen Dank an dich natürlich, Martin, und an alle Teilnehmer, dass sie, wie schon Martin gesagt hat, quasi bis zur letzten Minute mit dabei waren. Das nächste Webinar mit Martin gibt es dann am 12. April, wieder gewohnt um 18 Uhr. Ich hoffe, dass ihr dann auch wieder so zahlreich dabei sind. Ich würde sagen, machen Sie sich einen schönen Abend, passen Sie auf Ihre Positionen auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.